Ja, Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind auf dem Weg nach Riften, haben uns in den letzten Folgen hier hinten so ein bisschen wüst verfranst und sind hier mal rumgelaufen, haben alles abgegrast, haben einiges entdeckt, haben die Steinbachhöhle abgeschlossen, ein kaiserliches Lager entdeckt. Und jetzt gucken wir mal, was bei Schors Stein so los ist und was die Festung Grünwall so bereithält. Gucken wir mal. Waffen erstmal weg. Schors Stein entdeckt. Achso, den Mod habe ich jetzt übrigens, ja, habe ich ja in der letzten Folge schon rausgenommen, dass wir sehen, ob das Quest-Dungeons sind, die wir da gerade entdecken, weil ich keinen deutschen Patch gefunden habe. Habt ihr diese Krieger aus Hammerfell gesehen? Sie haben gebogene Schwerter. Gebogene Schwerter. Gebogene Schwerter. Das ist ja unfassbar. So, Schors Stein. Können wir denn hier rein? Nein. Das scheint ja so ein kleines Dörfchen zu sein. Ach, das ist eine Mine. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Nee, niemand hat mir meine Süßigkeit geklaut. Das ist mit den Süßigkeiten, das drücken einem übrigens viele Wachen den Spruch. Und der ist zurückzuführen auf, ja, also es ist kein Übersetzungsfehler, sondern es ist mehr ein Insiderwitz. Und zwar liegt der Ursprung im in Daggerfall, was, wenn mich nicht alles täuscht, der zweite Elder Scrolls Teil ist. Und dort musste man im Rahmen der Charaktererschaffung verschiedene Fragen beantworten. Und eine davon wollte wissen, was man tun würde, wenn man, wenn eine Gruppe Rabauken einem Süßigkeiten abnehmen würde. Und im Englischen hieß das Sweet Roll. Und ja, das zieht seitdem als Running Gag so durch alle Bethesda-Spiele. Und ja, im Deutschen wurde es irgendwie immer unterschiedlich übersetzt. In Oblivion war es, soweit ich weiß, die Milchsemmel. Warum auch immer, und in Skyrim ist es jetzt eben, sind es jetzt eben die Süßigkeiten. Das nur mal so als kleine Hintergrundinfo. Jetzt gucken wir mal in die Hütte hier rein. Genauso wie die Sache mit dem Pfeil ins Knie. Das erzähle ich euch gleich. Ich hoffe, ihr seid nicht hier, weil ihr in der Mine arbeiten wollt. Was stimmt mit der Mine nicht? Dort wimmelt es von Spinnen. Das stimmt damit nicht. Hätten Grogmar und mich fast getötet, als sie aufgetaucht sind. Ich fürchte, dass sie die Mine bald verlassen könnten, um nach Nahrung zu suchen. Dann stecken wir erst recht im Schlamassel. Aha. Die Stadtwache kann euch nicht helfen? Die sind so nutzlos wie das fünfte Rad am Wagen. Haben mir erzählt, sie müssten Ausschau nach feindlichen Soldaten halten. Was bringt es denn, diesen Ort zu beschützen, wenn die Mine völlig unbrauchbar ist? Idioten! Das klingt doch wie eine Aufgabe für uns. Ich sag euch was. Wenn ihr Wort haltet, fülle ich eure Taschen mit so viel Geld, wie ich auftreiben kann. Okay, erzählt mir etwas über die Spinnen, die die Mine heimsuchen. Ah, er soll uns erstmal was über die Mine allgemein erzählen, was überhaupt für eine ist und so. Die Rotbauchmine bekam ihren Namen von dem roten Nebel, der darin wabert. Man gewöhnt sich nach einer Weile dran. Riecht ein bisschen wie die heißen Quellen draußen in der Tundra. Aber ich habe keine Ahnung, wie er entsteht. Okay, dann erzählt uns jetzt mal was über die Spinnen. Die haben sich da einfach eingenistet. Über Nacht. Und ich weiß gar nicht so genau, wo sie überhaupt hergekommen sind. Es ist noch niemand verletzt worden. Und sie scheinen in der Mine zu bleiben. Aber wer weiß, wie lange noch. Wenn wir nicht in die Mine zurück können, geht unsere Stadt zugrunde. Gut, gut. Oder auch nicht gut. Ich will nicht für euren Tod verantwortlich sein. Ach, das passt schon. Bitte seid in der Mine vorsichtig. Damit hätten wir eine neue Quest. Können hier drinnen nur stehlen. Und er kommt uns jetzt gleich hinterher und guckt, was wir treiben. Genau. Ja, ja, wir gehen ja schon. Aber ich habe überhaupt nicht gesehen, dass wir eine Quest bekommen haben. Da gucke ich jetzt nochmal nach. Doch, befreie die Rotbauchmine von den Spinnen. Machen wir das jetzt gleich? Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, die Quest gerade bekommen haben, dann würde ich sagen, auf geht's in die Rotbauchmine, oder? Wie seht ihr das?
ne? Rin hier. Ach so, was ich euch erzählen wollte, Pfeil ins Knie und so, ne, ist ja hier der übelst tolle Running Gag in Sachen Skyrim, der unter jedem zweiten Video steht. Ich weiß ja nicht, wie viele von euch wissen, wo es herkommt. Und zwar ist das bezogen auf die Beinschienen, die es in Oblivion noch gab und die es in Skyrim nicht mehr gibt. Da krabbeln noch viel mehr Spinnen rum. Und deswegen ist das eingebaut worden. Deswegen sagen die Wachen, sie haben einen Pfeil ins Knie bekommen, weil sie eben keine Beinschienen mehr haben. Habe ich ihm die ganze Zeit Armschienen gesagt? Ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall wisst ihr jetzt das auch mal so als Hintergrundinformation. Von wo hat die denn jetzt rumgerotzt? Rumgerotzt. Bestimmt von unten. Wie eklig hier alles voll Spinnenweben ist. Holzfäller-Axt brauchen wir nicht. Gucken wir erstmal hier drüben. Hier hängt nur einer rum. Hoppala. Hier runterhauen kann ich ihn nicht. Hatte ich wahrscheinlich auch schon 100 Mal getestet in irgendwelchen Höhlen mit Spinnen. Ja, wo sind sie denn? Die Tierchen, die kleinen. Komm, hör auf zu flüchten. Das bringt eh nichts. So. Ich baller jetzt hier schön mit Zerstörungsmagie um mich. Da sind Spinnen recht anfällig gegen. Können wir hier ruhig mal ordentlich auf die Kacke hauen und auch gleich mal ein paar Magikatränke schnucken. So. Oh, das gibt einen Finisher, den man nicht wirklich gut sehen kann. Das war's? Ach komm. Ach, die Quest war ja niedlich. Was können wir hier abbauen? Ebenerz. Ja, leg mich am Arsch. Das ist ja groß. Oh nein. Ich hab nichts mehr zu trinken. Wie ätzend ist das denn? Das ist, wenn man sich schlecht vorbereitet. Nichts zu trinken geholt und jetzt sitze ich hier. Die Kehle ist trocken und ich muss euch einen erzählen. Na gut, wir kriegen es hin. Sicherlich werde ich nicht verdursten. So viel steht mal fest. So, ihr habt alle nur euer dämliches Gift. Auch du hast nur Gift. Aber hier sind jede Menge Ebenerzadern. Das ist ja Weltklasse. Da gucken wir auf dem Rückweg nochmal ganz genau, ob wir da noch irgendwo mehr finden. Denn Ebenerzbarren kann man nie genug haben, gerade wenn wir dann später die Dedra-Rüstung anlegen. Wobei wir sie eigentlich nicht mehr verbessern brauchen, weil wir ja, als wir sie hergestellt haben, festgestellt haben, dass wir das Rüstungscap da schon erreicht haben, also diese 567. Das heißt, da brauchen wir eigentlich gar nichts mehr dran zu drehen und schrauben und machen. Aber trotzdem, kann es nicht schaden. Wir wollen ja auch noch ein paar Waffen machen aus Ebenerz. Also irgendwann, beziehungsweise Dedra-Waffen. Irgendwann besteht unser ganzes Rüstungsset dann eben aus Dedra-Sachen. So ist der Plan. Die Dedra-Rüstung sieht ja auch mal übelst genial aus. So, hier haben wir jetzt nur noch Schaufel. Nichts Prickelndes mehr. Ich denke, Adern haben wir soweit alle abgegrast hier unten. Aber hier könnten noch welche sein. Nee, hier ist auch keine mehr. Na gut. Dann geht's wieder hoch. Ja, das war jetzt eine kurze und schmerzlose Quest. Und der Dungeon ist auch ziemlich klein und ich sehe jetzt auch nirgendwo eine Ecke, wo es dann noch weitergehen könnte. Damit hätten wir das... Ja, ziemlich souverän geklärt. Hier geht's allerdings noch irgendwie hin, habe ich die Befürchtung. Da hängt jemand drinne. Probieren wir mal. Ihr wisst schon, was wir jetzt probieren.
Ja, super. Das hat nicht geklappt. Das war irgendwie auch zu erwarten, aber... Jetzt rutsche ich runter. Ich sehe es schon. Ah! Fallschaden. Autsch. Ich weiß nicht, ob das jetzt umsonst ist, was ich hier treibe. Oder ob uns das vielleicht was bringt. Der Schrei ist wieder aufgeladen. Heißt für uns... Auf ein neues. So, hier kommen wir auf jeden Fall irgendwo rein. Finden aber leider gar nichts. Das ist jetzt schade. Das heißt, alles war umsonst. Waren hier noch Adern? Ich glaube nicht, oder? Ich gucke sicherheitshalber nochmal nach. Da habe ich nämlich am Anfang überhaupt nicht drauf geachtet, aber hier ist nichts mehr. Okay, damit hätten wir die Spinnen schon besiegt. Haben ein bisschen Ebenerz. Erz abgegriffen. Und werden jetzt die frohe Kunde überbringen. Bist du hier drinne? Nee, wo bist du? Hier bist du. Hallo. Fiese kleine Biester, nicht wahr? Ich habe die Mine von den Spinnen befreit. Sie sind weg? Klar. Allesamt? Klar. Das ist ja unglaublich. Endlich können wir die Mine wieder öffnen und Shores Stein zu altem Ansehen zurückführen. Ja, habe ich gut gemacht, hier, ne? Bitte nehmt dieses Geschenk entgegen als Zeichen unserer Dankbarkeit. Was haben wir denn da? Wow, da hast du aber ganz schön viel zusammengekratzt. Vielen Dank. Was habt ihr zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Keine Ahnung, Phil, ja. Du hast 600 Gold. Können dir mal ein bisschen Barren andrehen. Corundum können wir dir andrehen, Mondstein und Quecksilber. Dann können wir dir mal den Ebenerzdolch andrehen. Das Ebenerz. Schwert und da hört es dann auch schon auf. Den Elfenhelm kriegst du noch. Ja, mehr hast du nicht, aber vielleicht hast du was für uns. Ach, ich kaufe hier schon mal 10 Eisenbarren, wisst ihr. Dolche müssen wir sowieso noch welche machen. Das kann ich dann auch gleich hier kaufen, wenn wir schon mal hier sind. Nehmen wir die 3 Erze auch noch gleich mit. Sonst hat er ja nichts wirklich Tolles da. Elfenschwert des Schneestürme. Frostschaden. Haben wir aber, glaube ich, schon. So ist es. Haben wir schon. Beschlagene Rüstung des Knappen, leichte Rüstung. Okay. Ach, du hast ja wieder 226 Gold. Momentchen mal, Freund Schnürschuh. Du kriegst den Ebenerz-Zweihänder nicht. Die Erze... Wir könnten erstmal Barren draus machen. Machen wir, glaub mal. Wollte ich den entzaubern? Ist aber Feuerschaden, den haben wir schon, ne? Ja, dann verkaufen wir den. Und den Vulkanglasdolch. Darfst du auch noch mitnehmen? Und die Vulkanglas-Panzerhandschuhe geben wir dir auch mal mit. Auch wenn wir ein bisschen miese machen. Das ist aber gar nicht so schlimm. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Dann zeig mal her. Lasst mal sehen. Ein Brief. Ich weiß nicht von wem. Das wollte er nicht sagen, nur dass er ein Freund von euch sei. Das war's dann wohl. Ich muss los. Gegenstand, Gegenstände hinzugefügt. Brief eines Freundes. Ist es der? Ah ja, finde die Energiequelle in Silberstromhöhle. Amras, mit der Machtdemonstration eures Tum in Rotbauchmine habt ihr für einige Aufregung gesorgt. Ich habe auch in der Rotbauchmine mein Tum überhaupt nicht gezeigt. Doch, doch, nicht jeder erwartet die Rückkehr des Drachenblutes mit Freude. Ich jedoch wünsche mir, dass ihr gedeiht und eure Talente weiterentwickelt.
Himmelsrand braucht in diesen Zeiten einen wahren Helden. Ihr solltet eure Aufmerksamkeit auf Silberstromhöhle richten. Soweit ich weiß, befindet sich dort eine geheimnisvolle Energiequelle, die nur ein Drachenblut erschließen kann. Hochachtungsvoll, euer Freund. Ja, in der letzten Mine, wo wir eine Energiequelle finden sollen, war die Energiequelle gleichzeitig der Schrei. Ich vermute ja fast, dass dieser mysteriöse Freund irgendetwas mit den Graubärten zu tun hat. Hier wollten wir hin. Und ein bisschen rumschmelzen. So, 2. 4 Ebenerzbarren. 3 Eisenbarren. Und 3-mal Mondsteinbarren. Und Silberbarren, wenn wir schon mal dabei sind. Sehr gut. Hätten wir das auch alles erledigt. Hier können wir jetzt wahrscheinlich immer noch nicht rein. Sylgias Haus. Okay, wer ist Sylgia und wo ist vor allem Sylgia? Bergblumen, ich sehe euch ganz genau. Kommen wir hier rein? Othfels Haus. Kommen wir überall nicht rein. Nun gut, schmieden müssen wir nix. Beziehungsweise machen wir das dann alles in Weißlauf geballt. Und dann sind wir hier. Fertig. In die Häuser einbrechen, wisst ihr ja. Machen wir nicht, ne? Sind wir ein guter Held. Hier sind noch ein paar Blümchen. Und der Kurier hat uns gerade den Brief gebracht. Die Bewohner des Hauses finden wir hier anscheinend nicht. Und deswegen ziehen wir mal weiter, nachdem wir gespeichert haben. Und kommen Riften immer näher. Da hinten ist schon das nächste Ziel, was auch auf unserer Karte markiert ist. Nämlich die Festung Grünwall. Sind wir mal gespannt, ob da gute oder böse Leute sind. Also, ob sie uns angreifen oder nicht. Ein Bär, ich höre dich doch schon. Ich habe doch gerade einen Bären gehört. Hello, my friend. Zack, bumm. Wie die Wildgewordenen. So, du kleiner Bär. Dir kratzen wir wieder die Augen raus. Ne, diesmal nehmen wir die Klauen. Das mit den Augen waren ja die Säbelzahntiger. 6 Gold. Seht ihr, manchmal hat ein Wolf dann doch ein bisschen Gold dabei. Was sagt eigentlich die Traglast? Ach, alles so total im grünen Bereich. Irgendwie sehen die nicht freundlich aus in der Festung. Da sind auch schon wieder Wälle. Jetzt konnte ich mich nicht entscheiden, ob ich ist oder sind sage. Da kam das bei raus. Ja, hier sind auch schon wieder so Wälle aufgebaut. Also irgendwie gefällt mir das ja alles nicht. Festung Grünwall entdeckt. Ich glaube, ich mache da mal einen Bogen drum. Um die Festung. Und zwar hier links rum. Zack. Und Crash. Sehr nice. Ja, da wir keine Seelen mehr brauchen oder im Moment eigentlich genug Seelen haben, können wir hier ohne Probleme mal mit der Zerstörungsmagie hantieren. Die Axt lasse ich trotzdem noch ausgerüstet. Die einfache Magie reicht uns hier ja bis jetzt vollkommen aus. Was ist das da unten für ein Weg? Na, wir müssten ja jetzt hier runter und dann irgendwo wieder rechts hoch, damit wir wieder auf den Weg zurückkommen. Dann gehen wir einfach mal hier wieder direkt hoch. Grünwallhöhle. Aha. Gehe ich jetzt aber auch mal nicht rein. Gut zu wissen, ist die jetzt auf der Karte markiert? Da ist nur die Festung. Na gut, aber wenn wir Grünwallhöhle irgendwann mal in Verbindung mit einer Quest hören, werden wir hoffentlich an die Festung denken. Die steht hier auch mal einfach so dreisterweise mitten im Weg.
Und wenn wir jetzt hier wieder auf dem Weg sind, speichere ich nochmal. Oh, falsche Taste. Das war F6. Und gehe mal und gucke zum Beispiel, ob du mir feindlich gesinnt bist. Bist du. Das heißt, ich ziehe mich wieder zurück. Gemach, Gemach. Ihr seid nicht nett. Mich würde echt mal interessieren, ob das Banditen sind oder ob das Sturmmäntel sind, ob das Kaiserliche sind. Wir haben ja bei Weißlauf auch so eine Festung, die auch so verbarrikadiert ist, die Eingänge. Das ist bestimmt eine Sturmmantelfestung oder so oder irgendeine Rebellenfestung. Sonst würden die doch nicht so verbarrikadieren. Ich habe jetzt aber auch echt keine Lust, mich mit den Leuten anzulegen. Da werden wir bestimmt später noch genug zu erfahren, was es mit den Festungen auf sich hat. Huch. Da standen wir im Blümchen. Und jetzt ist es auch nicht mehr weit bis Riften. Wir gehen mal hier hoch. Am Ende des Gangs, des Weges. Des Gangs. Am Ende des Ganges. Nein, am Ende des Weges entdecken wir bestimmt wieder irgendeine Höhle oder sowas. Oder eine Mine oder whatever. Irgendwas, weil der Weg auch auf der Karte wieder so einfach aufhört, abrupt. Da ist hier bestimmt irgendwas, sag ich ja. Was ist es? Oh nee, wir müssten mal hier weitergehen. Ach Gottchen, ach hier ist der Weg. Und jetzt hört er auf. Nee, wir sind total verkehrt. Ach, der Weg geht doch, der geht hier lang, das ist doch richtig. Hier hoch, aha. Auf die Spitze, oh, 22 Minuten bereits, mein Lieben. Hier ist nix. Da ist ein kleiner Baum, wie süß. Kaniswurzel, ist kein Baum, ist eine Wurzel. Auf die Karte und sehen, dass wir irgendwie schon oben angekommen sind. Hier aber nichts weiter entdecken können und auch nichts entdeckt haben. Kürbisse. Kürbisse ist doch bestimmt nur was zum Futtern. Ja, genauso wie die Muscheln, die wir gesammelt haben. Deswegen legen wir das wieder ab. Denn das brauchen wir nicht. Koch wollen wir keiner werden. Auch wenn wir Feuer auf der rechten Hand haben und ziemlich leicht einfach was Hübsches kochen könnten. So, dann gehen wir mal hier lang. Und hier ist ein See. Ja, ein verdammt großer. Ist das derselbe See? Jetzt bin ich... Nee, ist es nicht. Ich dachte, das wäre der See hier hinten. Der hier. Ist es aber nicht. Ihr wisst da, meine Orientierung ist so ultra gut. Ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir mal, was wir hier haben. Sieht wieder aus wie eine Mühle oder ähnliches. Die gucken wir uns beim nächsten Mal an. Und bis dahin, Leute. Ciao, ciao.